Willkommen zurück, Leute. Die Sonne scheint. Wir befinden uns an der Wiener Côte d'Azur und zwar am Donaukanal. Und für uns geht's heute einen schönen Mega-Swing. Heute wollen wir das Ganze nochmal ein Level upsteppen. Und zwar haben wir einen richtig ekelhaften Swing über ganz seichtem Wasser gefunden. Und zwar diese Brücke hier drüben. Alter, sieht das geil aus. Der konkrete Plan ist, unter der Brücke durchzuschwingen und sich dann gegen die Wand zu schallern. Wir werden hier noch ein Seil befestigen, damit man sich festhalten kann. Schauen wir mal, ob das klappt, Leute. Das Wasser ist, glaube ich, knietief. Also wir müssen da mal mit dem Wasserschuhen runtergehen und das Ganze abgehen und die Metallteile rausfischen. Und dann geht es da aber direkt rein. Natürlich sind wir nicht allein. Der Patte ist auch am Start. Bock auf dreckiges Wasser. Alter, wie? Ah, kommt der Nächste, der Jacki. Ready. Der Donaukanal ist dafür bekannt, dass er nicht die beste Wasserqualität hat. Also hier liegt wirklich unzähliges an Zeugs drinnen. Da findet man echt alles drinnen. Und dann diese riesigen Wälse, die sicher 20, 30 Kilo wiegen. Also einladen ist das nicht. Der Jacki klettert direkt drüber und checkt mal das Ganze aus. Das Seil ist jetzt schon angebracht. Wir machen da drüben jetzt noch einen Griff fest, damit man sich hier anhalten kann. Wir wollen hier rüber schwingen mit dem Seil. Das ist ohne Scheiß. Ja. Das war die Idee. So sieht das Ganze vom Absprung aus. Boah, bist du deppert. Ah, perfekt. Absolut perfekt. Das wird eine Mondlandung. Tauchen wir mal das Hochseegewässer ab. Da kann man sich den Kroatienurlaub sparen. Oh. Uiuiui. Ich muss sagen, das Wasser ist richtig erfrischend. Und jetzt hat man wirklich schon komplett vergessen, dass das hier eigentlich das ärgste Drecksgewässer ist. Wir müssen schauen wegen Metallteilen. Da ist ein Stein. Der muss weg. Es riecht leicht nach Scheiße, oder? Ich glaube, ich habe gerade ein Feuchttuch in der Hand. Ja. Jungs, das ist perfekt. Das ist clear hier. Ah, ich habe das Scheißwasser ins Maul bekommen. Ah, direkt ins Maul. Boah. Alter, irgendwas ist da bei meinem Fuß? Alter, ist von einem Auto, glaube ich. Ja, ja. Wow! Bitte sollte man vielleicht auch noch schauen. Es fehlt wirklich nur noch, dass die Tauben uns hier am Rücken scheißen. Dann wäre es optimal. Na, eine tote Ratte? Na, bitte nicht. Na. Ja, das ist eine tote Ratte. Oh, Leute, eine tote Ratte und ich habe das Wasser gerade vorne im Maul. Ja, also wenn ich morgen nicht Durchfall habe, dann bin ich, glaube ich, gegen alles resistent. Zu mir ist Gewässerökologe und der checkt das immer wieder mal, das Wasser. Das ist eigentlich relativ gut, also macht euch keine Sorgen. Normales Donauwasser. Okay. Die Abwässer sind ab den 70ern nicht mehr da reingeleitet worden. Das ist das eh nur so eine Urban Legend eigentlich. Jo. Ah, da sind wir beruhigt. Jetzt kann es eigentlich nur noch in den Full Send gehen. Aufbau ist fertig, die Spannung steigt. Attacke! Oh, Alter, ist das ein Send. Alter, das ist... scary. Oh Leute, ich sag's euch. Alter, ich schnell rein in das Ding. Ist scary, das kann ich euch sagen. Ich werde mich hier einfach mal reinschwingen, ein bisschen hin und her schwingen und dann ins Wasser droppen und ich bin aufgeregt. Ab ins Maul mit euch. Alter, du packst das. Full Sinn. Na gut, Männer. Komm. Ready? 3, 2, 1. Ah! 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 Alter, ist das geil! Alter, Leute, ist das wild! Einfach ins Wasser! Ist das geil! Boah, das ist einfach nur wild. Man hat da so viel Schwung, aber das können wir noch steigern. Jungs, wer ist der Nächste? Bedo, ein Geronimo und dann rein! Die erste kleine Verletzung vom Rückholseil. Das hat mich echt ein bisschen aufgesäbelt. Fuck. Jetzt habe ich Schiss, weil jetzt geht's für mich als Nächster da rein. Einfach encountern und dann reinsenden. Da ist die Ratte. Und da wird sich der Fedor gleich weitschwingen. Die kommt halt immer näher. Ah, Fedor, aber es hilft nichts. Countern und rein in das Ding. Boah, diese Ratte halt. Komm, einmal auf die Brust klatschen und geht. Komm. Ah, okay. 3, 2, 1. Eins! Geronimo! Ja! Alter, schwimm zurück!
Schau die Ratte an! Alter! Auf die Ratte, Bro! Boah, ich hab wieder das ganze Wasser im Maul. Geil, das Bro. Hat so Spaß gemacht. Oh, Jaki ist der Nächste. Sicher. Schon in Pole Position. Warte, Jaki, da. Boah, das ist echt scary, Mann. Das ist scary, oder? Mann. Boah, ist das scary. Boah, ist das schwer zu halten. Ja? Easy. Oh, shit. Komm, Jaki. 3, 2, 1. Ja! Yes! Oh! Alter Scholli! Da schwingt man einfach hilflos hin und her. Yes! Jetzt fehlt nur noch einer, Leute, und zwar der Patrick, und den höre ich da schon herumschreien. Nervös? Irgendwie schon. Sieht scary aus, aber sobald du losspringst, denkst du dir noch, Alter, wie geil. Fuck! Der macht mich gerade ein bisschen Meier. Komm! Jetzt? Ja. 3, 2, 1. Ja! Ja! Geil! Yes, oh. Geil! Oh fuck, ich will mich! Yes! Wie schmeckt's? Das ist die ekelhafteste Drecksbrühe meines Lebens. Ich riech jetzt noch den Geruch vom Wasser auf meiner Haut. War komplett chillig. Aber Alter. Boah! Alter, dieser Moment, wo du so reingehst, die Wand auf dich zukommt, ja. Fuck, und dann berührst du sie mit den Füßen und wie du sie mit dir erstmal berührst, chillig. Man ja. Weiß sofort chillig. Ja, da winkt jemand. Das ist einer von uns. Wie geil ist dieser Swing? 10 von 10. Jetzt aber in die Runde Nummer 2. Jetzt muss jeder ein Level abmachen. Ja. Keiner darf uns zweimal mit demselben Move ins Wasser. Komm, Angriff oder Runde 2. Attacke! Huh. Auch Leute, der Plan ist jetzt für den Tommy, dass er das gleiche nochmal macht und sich drüben festhält an dem Seil. Also er schwingt jetzt von hier rein. Und dann da drüben ist das Seil und dann versucht er sich da drüben festzuhalten. Und wenn das alles funktioniert, Endstufe. Sowas von rein da jetzt. Das ist fast so schlimm wie der erste. Das Ding ist, da drüben das zum Festhalten pendelt herum. Das heißt, man weiß nicht genau, wie es gerade ist, wenn man hinschwingt. Man muss sich dann einfach instinktiv festhalten. Das macht es auf jeden Fall noch ein bisschen scarier. Da oben sind schon Passanten, die zuschauen gerade. Komm! Ja! 3, 2, 1, komm! Geronimo! Oh! Ja! Ja! Alter, wie sketchy war das? Yes! Boah! Das ist ja endgeil! Er hat es einfach gesendet. Wir haben das da jetzt 2 Stunden lang aufgebaut für diesen Moment. Geil. Alter, das ist echt die Endstufe. Wie ich hergekommen bin und gesehen habe, wie seicht das Wasser ist, habe ich mir gedacht, so da, das passiert nicht. Aber Alter, durchgeballert das Ding. So muss das sein. Geil. Da ist er wieder trocken geblieben. Boah, Alter, Scholli. Yes. Ah, Leute, ich bin einfach mit vollem Karacho gegen die Wand. Dieses Seil war dann natürlich nicht optimal, sondern hat sich irgendwie verdreht. Das heißt, ich habe dann aufs Seil gegriffen, bin runtergerutscht und habe mich dann am Griff festgehalten. Der Griff ist auch noch eingebrochen. Aber trocken. Ja. Wie der Patrick vorhin gesagt hat, muss jetzt jeder einen drauflegen. Ich bin jetzt schon mal aus dem Schneider. Viel Spaß, Jungs. Was ist jetzt dein Plan? Das ist auf jeden Fall schon nervös aus. Da kommt wieder der Druck zum Kacken hoch, weil es scary ist. Ich würde gern hier wieder mich festkrallen. Hier? Ja, ja, klar. Das ist ja ein Monster scary. Gutes Gelingen, Bro. Ich werde mich deshalb hier unten platzieren. Ich glaube, da kann ich das Ganze geil aufnehmen. Geht's, Fedo? Zieh mal dich rein. Komm. Und let's go. Ja! Oh! Geil! Alter, geil! Das macht einfach so Bock, die Scheiße. War perfekt. Das hat so Spaß gemacht. Oh. Ich glaube, der Patrick ist der Nächste. Patrick, wie sieht's aus? Kritisch. Der Fried hat hier gerade Armschwung gemacht, der Patrick will jetzt eine Stufe unten. Sehr schwierig, sich da festzuhalten, aber ich glaube, das hat er. Komm, Patrick. Okay. Geronimo. Ah! Komm! Ja! Ja! Nein! Nein, Patrick! Boah, da zittert das Händchen! Ja. Perfekt das Ding weggesendet! Jetzt fehlt nur noch der Jacke und wir haben alle unsere Challenge absolviert! Alter, ich weiß nicht, was machen. Ich
werde jetzt mal einfach nur schwingen und schauen, ob ich zum Splatback komme. Okay. Und wenn das nicht geht, dann geht, einfach Swingback. Du siehst aus, als brauchst du ein bisschen Stimmung. Sicher brauche ich Stimmung. Stimmung! Ja! Attacke! 3, 2, 1. Geil! Da ist er, der Applaus, Leute, der verdiente Applaus. Wie war's, Jaki? Oh, das Splatback ist, glaube ich, nicht möglich. Ah, ich glaube, wir müssen uns jetzt ein paar Mal in die Drecksbrühe noch hauen. Die Leute da drüben brauchen ja auch eine Show, oder? Nein, jetzt Vergnügen, Leute! Yes! Wow! Noch nicht! Siehst du denn? Ja! Boah, hier blubbert's. Ich will gar nicht wissen, was da unter uns ist. Yes! Ich glaube, wir jagen uns jetzt hier noch mit ein paar Flips ins Wasser. Jaki checkert die Tiefe. Oh! Was ist das? Rauskommt! Noch Hügel. Was machst du? Sorry. Da ist einfach schon seicht wieder. Steckt so krank. Für uns geht es gleich ein paar Jumps jetzt rein. Ich glaube, wir werden hier noch von der Plattform runterspringen. Jaksamarsch! Ja, geil! Jaksamarsch! Boah, da kommt die ganze Kloake hoch. An der Stelle, Leute, auf keinen Fall nachmachen. Der Donaukanal ist nicht zum Schwimmen da, sondern nur für absolute Full Sense. Wir sind Profis und das wisst ihr ja schon. Der Tommy preppt was ganz, ganz Besonderes. Ratet's einmal. Ja, richtig geraten. Weit in das Vergnügen. Schaut euch das an, wie seicht das hier ist. Ich probiere jetzt mal auf die andere Seite zu gehen. Wir gehen. Oh! Auf der anderen Seite. Did you like the show? Yeah, we loved it. A 10 out of 10? Yeah, sure. Maybe like one more flip and then a 10 out of 10. You girls wanna try the swing? Oh, maybe like 3 more drinks in. Have a nice day. Bye. Mittlerweile ist einem das Wasser wirklich schon komplett egal. Jetzt gehen wir mal hier auf Schatzsuche. Schauen wir mal, was wir hier drinnen finden. Was hast du denn da Schönes? Ein wunderschönen Isk. Ein Bird. Der düst uns da davon. Die Leute schauen uns hier entsetzt an. Die wissen ja gar nicht, was sie da verpassen. So, es geht jetzt noch in ein paar Freestyle-Schwinger rein, meine Lieben. Alter, der Bett. Ich glaube, wir haben was Neues freigeschalten, Leute. Wenn man so reinschwingt, kann man hier raus. Alter! Weil es so schön ist, geht's für euch jetzt ins Maul und ich nehme euch da mit. Ab in die Swinger Party. 3, 2, 1 und rein ins Vergnügen!
Das macht einfach nur Bock, Leute. Also wenn man da einfach kurz ablegt, dass das Wasser dreckig ist, dann ist das eigentlich der ideale Badespot. Hier an der Wiener Côte d'Azur, direkt am Donaukanal. Wir werden jetzt mal das Rope abbauen und dann schauen wir weiter. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Alter, was war das für eine Swinger Party? Das haben wir nochmal abgesteppt. Also, wenn euch das Video auch so gefallen hat wie uns, dann natürlich gerne ein Like da lassen, einen Kommentar und natürlich abonnieren. An der Stelle riesen Dank an die Jungs, an den Jacki und an den Pate. Instagram ist hier unten verlinkt. Folgt den beiden Jungs. Schickt uns Locations. In dem Sinne, Leute, wir sehen uns im nächsten Video.